dargestellt. Die Regierung hat heute die große KVG-Reform vorgestellt, an der ist man jetzt seit über einem Jahr schon am Schaffen. Weshalb war das überhaupt nötig, diese große Reform? Wir stellen ja schon seit Jahren fest, dass wir zu Liechtenstein sehr hohe Gesundheitskosten haben. Gerade im Vergleich zur Schweiz haben wir gegenüber den umliegenden Kantonen und auch gegenüber dem Durchschnitt der Schweiz viel höhere Kosten und das zu wesentlich tieferen Prämien, weil einfach der Staat unverhältnismäßig viel subventioniert in diesem Bereich. Das führt zu einer Kostenunwahrheit. Man fühlt als Versicherter, als Prämienzahler gerne nicht, was man eigentlich für Kosten verursacht. Aber der Staat hat ja die letzten Jahre x Millionen reingeschossen und hat damit eigentlich auch so der Patienten, der Versicherer, der Kosten Wahrheit eigentlich genommen. Also er hat gerne gewusst, was er wirklich verursacht, wenn er wegen jedem kleinen Wehwehchen zum Arzt rennt. Und mit welchen Punkten, mit welchen Massnahmen will man jetzt wirklich die Kostenwahrheit rausschälen? Kostenwahrheit wird rausgestrichen, indem jetzt auf der anderen Seite mal aus anderen Gründen der Staatsbeitrag gesenkt werden muss. Das heisst, die Kosten, die gezahlt werden, müssen aus einem anderen Kanal ausgezahlt werden. Das heisst eigentlich in erster Linie mal auch vom Prämienzahler über Prämie und Kostenbeteiligung. Und da wird in dieser Revision angesetzt, die Eigenverantwortung der Versicherten soll stark erhöht werden. Und wie genau sollte das passieren? Wird Prämie einfach erhöht? Wird die Franchise erhöht? Wird der Selbstbehalt noch erhöht? Wie soll das Modell funktionieren? Es soll eben gerade nicht einfach nur Prämien erhöht werden, sondern der Bezug von Leistungen soll mit einer höheren Kostenbeteiligung belegt werden. Ganz konkret wird die Franchise, also der feste Betrag von 200 Franken auf 500 Franken erhöht und der darauf folgende Selbstbehalt wird von 10% auf 20% erhöht bis zu maximal 5'000 Franken, also einfach innerhalb von der neuen Grundversicherung. Das heisst, die maximale Selbstbeteiligung neben der Prämie wird neu bei 1'400 Franken liegen, gegenüber heute von 800 Franken. Durch die höhere Kostenbeteiligung soll dann eben bei Prämie ganz im Gegenteil die sinken. Das kann man sich ja ausrechnen. Durch die allgemein höhere Kostenbeteiligung wird die Prämie nach unserer Modellrechnung um 420 Franken sinken und damit die höhere Kostenbeteiligung bei sehr hohem Konsum entsprechend abschwächen. Bei GERKAM-Konsum wird es die jährliche Belastung sogar senken gegenüber heute. Also das heißt wirklich, also wenn ich einen gesunden Lebensstil pflege, wenn ich nicht wegen jedem Händeschiss zum Arzt gehe, wenn ich mir denke, nein, jetzt bleibe ich halt daheim, da nehme ich das Tablettchen, dann kann es wirklich sein, dass ich mit dem neuen Modell sogar Geld spare. Ja, weil mit dem neuen Modell würden eben durch die höhere Eigenverantwortung diejenigen, die viel Leistungen beziehen, einfach stärker in die Verantwortung gezogen. Und diejenigen, die keine Leistungen oder ganz wenig Leistungen beziehen, würden wirklich entlastet. Bisher hat es ja auch Entlastungen gegeben von chronisch Kranken, von Rentner, die sind automatisch, ob sie jetzt bedürftig waren oder nicht, hat man gesagt, okay, wir zahlen ja mal einen grossen Batzen. Ist es in Zukunft auch noch so, dass man wirklich Gießkannen über bestimmte Klientel drüber hebt? Nein, dass die zwei Begünstigungen im Kostenbeteiligungssystem sollen aufgelöst werden. Also es wird die Kostenbefreiung für chronisch Kranke wegfallen, weil es hat bisher einfach auch keine Begründung gegeben, warum man das machen soll überhaupt. Und es hat bisher auch noch kein Regelwerk gegeben, womit man das transparent machen kann. Die zweite Begünstigung, die wegfallen wird, ist die halbe Kostenbeteiligung von Rentner. Auch Rentner sollen in Zukunft die volle Kostenbeteiligung zahlen, weil es da eigentlich auch nicht wirklich einen Grund gibt, weil Bedürftigkeit wird bei uns im Land anders gelöst, über Sozialhilfe zum Beispiel, Ergänzungsleistungen und im KVG über Prämienverbilligung. Es ist nicht einzusehen, dass irgendein Altersgruppe einfach nur, weil sie das Alter erreicht hat,
zusätzlich noch einmal begünstigt sein soll. Aber ist trotzdem garantiert vom Staat, dass Krankheit nicht zur Armutsfalle werden kann? Ja, das ist wie bis anhin garantiert. Es ist einfach nicht mehr im KVG drin, so unspezifisch, noch einmal gießkannenmäßig über grosse Bevölkerungsteile verhindert, dass sie dann wirklich auch noch ihre Kostenbeteiligung zahlen müssen. Herr Gesundheitsminister Pedrazzini, letzte Woche haben Sie sich die Ärzte vorgeknöpft und haben ja noch 2 Millionen Franken genommen. Sind jetzt die Versicherten dran? Es ist sicher so, dass alle in unserem Gesundheitswesen einen Beitrag leisten müssen. Sowohl die Leistungserbringer, also die die Leistung konsumieren, weil wir bei uns im Land auf der Seite der Konsumenten einfach feststellen, dass bei uns sehr viele Leistungen bezogen werden. Es werden überaus viele Leistungen bezogen. Man geht bei uns im Land durchschnittlich 9-mal im Jahr zum Doktor. Man kommt 450 Tabletten über im Durchschnitt pro Jahr, pro Einwohner bei uns im Land. Und das sind schon Zahlen, die sagen, bei uns wird sehr viel mehr konsumiert als anderswo. Ja, vor allem wird für die vielen Konsumationen nicht das gezahlt, was eigentlich nötig wäre, oder? Durch einen hohen Staatsbeitrag, den wir haben, ist es für einen Einzelnen natürlich relativ günstig, das zu konsumieren. Und zusätzlich durch die sehr geringe Selbstbeteiligung, also die 200 Franken plus 10% von dem, was drüber ist, bis zum bestimmten Maximum, ist es natürlich ohne so einen starken Anreiz, sich extrem zurückzuheben beim Konsum, weil man ja selber relativ wenig daran zahlen muss. Was sind jetzt so die Grundpfeiler von der grossen KVG-Reform? Wir wollen ein neues Versicherungsmodell einführen. Das neue Versicherungsmodell soll 2 Komponenten haben in der Versicherung. Eine Hochkostenversicherung, an die der Staat sehr viel beiträgt und wo die Solidarität von der Gesellschaft, weil das ja aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wird, der Staatsbeitrag, sehr hoch ist. Also wenn es jemand verwischt, recht ordentlich, also mehr als 5'000 Franken Leistungen braucht im Jahr, dann soll das durch die Hochkostenversicherung gedeckt sein. Auf der anderen Seite soll für Leistungen bis 5'000 Franken eine Grundkostenversicherung aufkommen. Und in dieser Grundkostenversicherung soll der Versicherte sehr viel mehr Freiheiten haben, als heute seine eigene Kostenbeteiligung zu wählen. Und dann natürlich auch mit einer geringeren Prämie belohnt werden, wenn er eine hohe Kostenbeteiligung wählt. Sie haben es gesagt, Freiheit, man könnte sagen, mehr Verantwortung. Freiheit und Verantwortung in dem Sinn gehen Hand in Hand. Weil jemand, der sieht, also ich schätze mein Risiko, sehr hohe Leistungen zu brauchen oder Leistungen zu brauchen, als relativ gering ein. Aber wenn sie den kann, zahle ich selbst. Der entscheidet sich dann natürlich für eine relativ hohe Franchise, muss dann aber auch im Fall rechnen, damit dass er selber auch den zahlen muss. Sie haben es ja vorhin in der Pressekonferenz angesprochen, was ein Reifenwechsel kostet, was irgendwas beim Auto kostet, das weiß man, was ein Arztbesuch kostet, hat keine Ahnung davor. Kann man das neue Versicherungsmodell auch mit einer Art Kaskoversicherung vergleichen? Also wo ich wirklich den Selbstbehalt bestimme, wo ich dann sage, okay, ich zahle halt mehr, dafür ist das deckt, ich zahle weniger, dafür komme ich selber mehr dafür auf? Im Grunde genommen kann man das schon so sagen. Ich habe das vor der Pressekonferenz gesehen, weil die Leute sich nie befasst haben damit, was die Kosten sind von einem, sagen wir, simplen Arztbesuch oder von einer Leistung, die man einfach abruft. Teilweise haben die Leute sehr abenteuerliche Vorstellungen, wie hoch das sie sind, legen viel zu hoch und teilweise unterschätzen sie gewaltig, was gewisse Leistungen kosten. Und ein weiteres Element von dieser Reform ist eben die Einführung von dem sogenannten Tiers-Garant, dass man die Rechnung home überkommt, sodass man sich mit der Originalrechnung vom Leistungserbringer befassen muss. Und nicht nur mit einer Abrechnung von der Krankenkasse, sondern dass man effektiv die Leistungen, die abgerechnet werden, auch schwarz auf weiß aufgeführt überkommt. Und das soll eben die Beschäftigung mit den Kosten im Gesundheitswesen intensivieren. Letztendlich soll es auch dazu führen, dass wenn Leute irgendwelche Beschwerden haben, dass sie vielleicht preislich geringste Weg wählen, um die Beschwerden zu lindern. Also deutsch gesagt, dass sie zuerst einmal zum Hausarzt gehen und fragen, ist es denn etwas Böses? Und dafür hat nicht viel mehr zahlen als eine Konsultation und ein Salb. Dass sie nicht wie bisher einfach sofort zum Spezialist gehen und die grössten Untersuchungen machen lassen. Eine Nebenwirkung könnte ja auch sein, dass man damit, falls es sie tatsächlich gibt, diese Powerseller auch in
Griff kriegt, oder? Wenn der Patient die Rechnung sieht, genauer drüber geht und sieht, hoppla, jetzt hat er innerhalb von 3 Monaten zum 8. Mal das Blut abgenommen, dass er sich dann an den Arzt oder die Versicherung wendet. Also der beste Kontrolleur im ganzen System ist immer der Konsument. Er weiß, was für Leistung er bezogen hat. Er weiß zum Beispiel, dass er noch 5 Minuten durch ist und nachher eine Rechnung überkommt, dass ihm die Ohren wackeln. Oder auf der anderen Seite, er geht her, wird gut behandelt und sieht, das hätte noch 120 Franken gekostet. Das ist jetzt aber noch relativ günstig. Es gibt beide Seiten. Aber die Leute sollten einfach ein besseres Gefühl bekommen für die ganze Sache. Und natürlich ist es so, dass wenn der Arzt die Rechnung am Patienten heimschickt, dass er sich gegenüber dem Patienten auch verantworten muss für jeder einzige Posten auf der Rechnung. So wie das in anderen Gewerben eben auch üblich ist. Jetzt noch die Frage, das hat letztlich auch der Reform von Ihrer Vorgängerin so, ja, das Gelingen kostet oder hat die Umsetzung verhindert, weil man gesagt hat, Leistungserbringer werden gerne zur Kasse gebeten. Also die Opfersymmetrie ist nicht gewährleistet mit den 2 Millionen von den Ärzten oder sagen wir die 3 Millionen mit der Labortarif. Sind die jetzt aus dem Schneider oder müssen sie auch künftig ihren Beitrag leisten und wie? Also die 3 Millionen, die jetzt aus dem System genommen worden sind, sind sicher ein richtiger und wichtiger Schritt. Wenn man jetzt die KVG-Revision anschaut und annimmt, dass die Leute ein höheres Kostenbewusstsein entwickeln, dann werden die natürlich auch kritischer werden gegenüber dem Angebot. Und sagen, also das Angebot jetzt nehme ich wahr oder das Angebot nehme ich nicht wahr. Also Leute, die bewusster konsumieren, da ist auch ein automatisches Element von der Opfersymmetrie eingebaut, weil letztendlich, wenn sie weniger konsumieren würden, dann würde das zulasten von den Umsätzen gehen. Wenn sie mehr von dem, was sie konsumieren, selber zahlen, ist das ja auch wurscht, weil sie dann nicht die anderen Versicherten belasten. Also so, wir wollen einfach probieren, dass wir die Versicherung entlasten. Und da, glaube ich, hat es jetzt mehrere Elemente drin. Zum Zurückkommen zu den 2 bzw. 3 Millionen, das ist ein wichtiger Schritt, der hoffentlich auf die Prämiengestaltung vom nächsten Jahr einen sehr positiven Einfluss hat, weil wir von den 9 Millionen, die der Staat weniger in die Krankenkassen gibt, jetzt immerhin schon ein Drittel geholt haben. Wie vorher angesprochen, Ihre Vorgängerin ist gescheitert am Landtag. Was macht Sie zuversichtlich, dass Sie die Reform durchbringen? Sie hat eine sehr viel höhere Schwelle gehabt für die minimale Franchise. Wenn ich mich erinnere, 1400-1500 Franken geht fix. Wir haben eine Minimalfranchise von 500 Franken und 20% Anstieg. Also, der Landtag hat das trotzdem abgelehnt als zu hart. Und wir sind jetzt zwischen dem Vorschlag und dem heutigen Zustand. Also, wir gehen irgendwo, sagen wir, einen Mittelweg zwischen dem, was meine Vorgängerin gebracht hat und dem, was heute in Kraft ist. Was wird Ihrer Meinung nach die härteste Knacknuss? Es ist sehr schwierig in der Argumentation die Abschaffung von der Privilegierung in der Selbstbehalt von der Rentner und von der chronisch Kranken. Unsere Argumentation ist, dass Rente und chronische Krankheit nicht gleichzusetzen ist mit Bedürftigkeit, dass aus den allgemeinen Steuermitteln wohl die Bedürftigen unterstützt gehören, aber nicht einfach alle, die bestimmte Kriterien, wie zum Beispiel ein bestimmtes Alter, erfüllen. Das ist sicher etwas, wo wahrscheinlich stark diskutiert wird. Eine weitere, sagen wir, unangenehme Konsequenz für den Einzelnen ist eben der Tiergarant, dass der Patient die Rechnungen entgegennehmen muss, Entscheidungen treffen muss und die nachher bei der Krankenkasse zur Begleichung oder zur Rückzahlung einreichen muss. Das ist ein Mehraufwand, den jemand hat. Also es wird unbequemer. Es ist uns vollkommen klar, aber die Bequemlichkeit, die wir heute im System drin haben, führt eben noch zu den Kosten, die wir heute haben. Und darum muss es ein gewisses Ende, muss man den Schrauben drehen, sonst wird man nichts verändern können. Vernehmlassungsfrist läuft bis am 1. Oktober. Das heißt, in Kraft treten vom Gesetz, wenn überhaupt wäre, 2016 möglich? Ja, es ist Vernehmlassung, es sind die Arbeiten zu machen, in der Regierung, um die Vernehmlassung in einen Bericht und Antrag zu überführen, unter Beachtung von den Argumenten, die genannt werden. Aber dann hat es natürlich auch Umstellungsarbeiten bei Krankenkassen. Das ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Da steht ein EDV-System dahinter, das man umprogrammieren muss. Und das sind Sachen, die ihre Zeit halt auch brauchen. Also 1.1.2016 ist etwas, was wir im Kopf eben anpeilen. Ja. Bisher waren ja sämtliche Reformen von der Regierung immer aufs Sparpaket angepasst.
Was bringt die Reform am Staat? Das staatliche Sparpaket ist mit der Senkung vom staatlichen Beitrag auf die 33 Millionen, wenn er im Juni beschlossen worden ist im Landtag, für einen Moment erfüllt. Dort haben wir unser Ziel erreicht. Was wir nicht erreicht haben, ist, also es hat nicht mit dem Sparpaket zu tun, sondern es hat mit dem Gesundheitswesen zu tun, dass wir exorbitante Mengen bei unserem System haben. Und an denen muss man jetzt schaffen. Darum ist der Vernehmlassungsbericht nicht aufgebaut wie ein Sparpaket, wo wir einfach abzählbare Massnahmen haben mit je einer Ersparnis in Millionen Schweizer Franken, sondern der Vernehmlassungsbericht zielt auf eine Verhaltensänderung aus. Wir wollen mit ökonomischen Anreiz die Leute dazu bringen, dass sie sehr viel bewusster konsumieren und sehr viel bewusster die vielen Leistungen, die wir bei uns haben im Gesundheitssystem, in Anspruch nehmen. Zum Wohle von allen, weil wenn insgesamt weniger konsumiert wird zulasten von der Krankenkasse, fallen natürlich Prämien für alle. Oder sie steigen nicht so stark. Und die Ärzte könnten zu Sozialfällen werden? Da davon gehe ich nicht aus, weil da gibt es ja das zweite Korrektiv. Es gibt ja die sogenannte Bedarfsplanung. Und wenn es sich erwiesen würde, dass wir viel zu viele Ärzte hätten, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil aufgrund von der Demografie der Bedarf eher steigt. Aber nur jetzt mal zum Argumentieren. Falls es so sein würde, dann könnte man mit der Bedarfsplanung gegensteuern. Und damit wird ja auch mit der Bedarfsplanung sichergestellt, dass jeder Arzt gut ausgelastet ist. Herr Pedrazzini, vielen Dank. Dankeschön.